Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dust in a Lysen Tale. Wir haben hier ein Problem mit so einem komischen Monster. Und ich bin sehr gespannt, wie wir den jetzt platt kriegen wollen. Ja. Okay, that was a bad idea. Ja, das war sehr dumm, du Idiot. It is practically invulnerable unless you stun it with a parry, like so. Okay. Would you like a refresher on parrying? Nein, ich weiß, wie es geht. Very well. Be careful. Ja. Wow! Wie jetzt? Was? Echt jetzt? Ich habe jetzt gedacht, das wird Mods der epische Bosskampf. Ich sage, hier steckt man nie drin, was jetzt wirklich Bosskampf ist, was nicht. Da, 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 da. Was ist das? Sure, but it sure did run off in a hurry. Interessant. Schon wieder ein Speicherding. Langsam komme ich hier in der Höhle nicht mehr klar. Scheiße. Ich weiß schon echt gar nicht mehr, wo wir überhaupt jetzt noch hingehen, wo der richtige Weg ist, wo vielleicht was versteckt ist. Es sind einfach zu viele Wege. Toll, fallt halt runter. Sie geht's rüber. Gehen wir halt erstmal runter. Ah. Das war jetzt, glaube ich, mehr Glück. Gebe ich aber auch zu. Haben wir überhaupt noch Schlüssel? Ja. Ring des Bergarbeiters Bauplan. Da gucken wir doch gleich mal. Ring des Bergarbeiters. 10 Angriff, 1,2 Gold Drop und 6 Glück. Der macht Verteidigung. Aber davon haben wir ja 2. Also stellen wir doch einfach mal einen davon her. Ach so. Da fehlen natürlich Materialien. Es fehlen ja, was ist das? Ist das ein Riesenzeh? Na ja, okay, das machen wir dann wohl mal demnächst. Wir hatten doch auch irgendwas hier. 2 Angriff, 2 Glück. 2 Angriff, 4 Verteidigung, 1 Glück. Den können wir herstellen. Einfache Anhänger. Ja, den werden wir auch verwenden. Der ist besser als unseres. Macht zwar ein bisschen weniger Glück, aber das stört mich nicht. Dafür ist Verteidigung besser. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Da war ja nichts. Da war auch nichts Besonderes. Wir haben nur noch 2 Schlüssel. Wir müssen unbedingt bald mal Schlüssel kaufen. Was bist denn du für ein Ding? Ist ja widerlich. Ja, die letzten 2 Schlüssel gehen jetzt wohl für diese Kiste drauf.
Noch ein Bauplan. Anhänger von Helem. Wow. Der macht ja alles hoch. Kostet allerdings auch 2000. Können wir den herstellen? Was? Da fehlen komische Materialien, die ich noch nie gesehen habe. Aber wir haben den Bauplan, das ist schon mal gut. Stirb! Okay, dann haben wir dieses Areal hier auch abgeschlossen, glaube ich. Komische Viecher. Rieseninsekten. Hier geht's nach oben irgendwo. Anscheinend. Das ist wieder der kleine Mann. Hallo, kleiner Mann. Hallo, Ak. Wait. Let's follow him. Ich glaube, wir haben die Krebsmenschen gefunden. Wow. Okay, da ist nichts. Es geht nach oben, es geht nach unten, es geht nach links, es geht nach rechts. Weißt du echt nicht mehr, wo wir überhaupt noch hin sollen. Gut, da waren wir gerade. Jetzt gucken wir mal. Ist hier irgendwo... Aha! Eine geheime Area. Also hoffe ich zumindest, dass es eine geheime ist. Sonst wäre es ein Fail. Ah! Also... Ah, ein Händler. I am here to serve. Erstmal in Verkaufsmodus. So, haben wir noch irgendwas an Material, was wir ihm verscherbeln können? Ja, wir haben diese Dinger da. Spitzkäferbein. Und wir haben dieser Trollfinger. Your transaction is most appreciated. Watch. Das weiß ich allerdings echt nicht, in welche Richtung wir müssen. Das ist so frustrierend, manchmal. Ich gehe jetzt einfach mal in diese Richtung, weil ich glaube, da oben könnte eine Sackgasse sein. Außerdem glaube ich, müsste hier irgendwo diese Kiste sein, wo dieser eine, wo der Dings sucht. Jetzt war ich überhaupt nicht vorbereitet. Okay, weiter geht's. Ach ja. Wer hätte's gedacht?
hier geht es anscheinend in diese Richtung weiter. Dann gehen wir da halt mal hin. Diese Höhlen sind echt zu riesig irgendwie. Au, ich hab doch geblockt, du Penner. Es gibt es nicht, okay? Geht doch. Break. Die Dinger kreischen voll, ey. Die klingen fast wie so ein Nassbuch. Oh je, meine. Ich glaube, diese Höhlen hier sind... Hier geht's auch wieder nach oben. Irgendwo. Das ist scharf. Wie komme ich denn da ran? Irgendwie muss man da ja rankommen können an dieses Schaf. Okay, also hier ist es nicht. Schaf müsste jetzt eigentlich direkt unter uns sein. So, wir haben Levelaufstieg. Was machen wir denn diesmal hoch? Die Fidget-Fähigkeit oder unsere Verteidigung? Ich glaube, unsere Verteidigung ist besser. Das gibt's doch nicht. Irgendwie schleimen hier die ganzen Sachen. Something horribly wrong with these mushrooms. These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble sprouts, and it would be wise for us to tread lightly around them. They react rather explosively to movement. Wonderful. Das ist ja interessant. Das heißt, das hier ist wieder der richtige Weg. Ich bin wieder ganz intuitiv den richtigen Weg gelaufen. Mensch ins Kinder. Also schön. Wir werden den anderen Weg allerdings dann nochmal erkunden, und zwar in der nächsten Folge. Also bleibt dran, es bleibt spannend hier bei Dust an Elysian Tale.